Tesla. Yeah, hit it lick, make a band. Yeah, that's what I'm all about. I ain't trust a middleman, had to cash it all out. Hey, gangsta, had to let the dogs out. Strapped in, blast off, yeah, I'm finna ball out. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Overall X. Hier geht es heute wieder los und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr darüber freuen. Hey, wenn ihr positive Werte, Leute, das wäre super, super lieb von euch und hilft sehr weiter. Und wenn ihr abonnieren wollt, hey Leute, das wäre noch viel lieber von euch. So, auf jeden Fall, wir legen heute wieder los. Ich freue mich wieder hier zu sein. Leute, erstmal sorry, dass ich 2 Folgen ausgesetzt habe. Es tut mir wirklich leid, aber es ging einfach überhaupt nicht anders. Ich hatte ja mal mitten in der Woche einen Tag ausgesetzt und da ging es mir relativ kacke. Da ging es so, also ich habe noch gelebt, sage ich mal, aber es war schon echt nicht gut. Und dann habe ich nächsten Tag gedacht, oh mein Gott, die Wunderheilung hat eingesetzt. Mir geht es wieder großartig. Und dann habe ich erst morgens 2 Stunden gestreamt. Da habe ich danach 4 Stunden aufgenommen oder sowas. Und dann habe ich danach noch 6 Stunden gestreamt, noch mal abends und am nächsten Tag war ich einfach tot. Also ich war einfach, ohne Witz, ich kam einfach gar nicht aus dem Bett raus, mir ging so schlecht. Deshalb habe ich nicht mal einen Post gemacht, eigentlich mache ich immer so einen Post, hey Leute, heute fällt die Folge aus, mir geht's nicht so gut. Ich lag einfach bis abends im Bett, weil es mir so scheiße ging. Und ja, da habe ich keinen Post gemacht und jetzt wisst ihr, warum keine Folgen kamen. So, erstmal, hier, Griffin wurde benannt, Leon heißt der Dude. Und außerdem wollte ich noch was sagen, nämlich auf dem zweiten Kanal ist ein Video online gegangen, wieder von dem Stream, da habe ich wieder ein Highlight hochgeladen. Und ich würde sagen, da müsst ihr unbedingt reingucken, weil das war ein sehr, sehr lustiger Stream. So. Dann habe ich gerade gestreamt, da habe ich einen Dimorphodon bekommen und den seht ihr da. Und ihr seht schon, da ist was schiefgegangen. Ich bin nämlich mit dem Manticore gerade ein bisschen rumgeflogen. Und vielleicht hatte ich den Phoenix hinten dran, habe das nicht gemerkt, habe den Phoenix zur Base gelockt. Und der hat dann den Dimorphodon gewone-shottet und da habe ich mit dem Manticore den Phoenix getötet. Also wir haben den Dimorphodon gehabt kurz und Dimorphodon ist auch schon wieder weg. Großartig. Ziel der Folge heute, ihr werdet es nicht glauben, aber ich will mit diesem Manticore einfach alles töten. Das ist der Plan. Klingt nach einem komischen Plan. Aber das ist der Plan. Ich dachte, dieser Manticore ist das stärkste Wesen, was wir haben. Und ich hoffe, dass der stark genug ist, gegen alles antreten zu können, gegen was wir so antreten wollen. Von daher werden wir es einfach heute tun. Jeden Boss, den wir sehen, werden wir gegen kämpfen. Ich habe im Stream einen Mega-Kano damit getötet. Der konnte sich nicht mal wehren. Der hat irgendwie nicht mal zurück angegriffen. Und ich hoffe, dass es mit den anderen Bossen auch so ist. Und ich würde sogar Mega-King Kong und sowas versuchen wollen. Also, die Gefahr ist da, dass wir möglicherweise diesen Manticore verlieren werden. Ich wollte ihn erst klonen vorher, bevor wir das Ganze hier machen. Das geht aber nicht, weil man die nicht in eine Kryokammer packen kann. Von daher, ja, werden wir es einfach so probieren und hoffen, dass alles gut geht. Das ist der Plan. Klingt komisch, ist aber so. Oh wow, ich habe noch was vergessen, nämlich neue Dinos benennen. Leute, das ist doch Tradition hier, dass wir jedes Mal ein Dino benennen. Was machen wir diesmal? Ich habe noch zur Auswahl 2 Drohnen. Zack, diese großartige Drohne hier und diese großartige Drohne hier. Und dann habe ich, glaube ich, noch einen Petanodon-Pygmy, wenn ich mich nicht irre. Den habe ich von irgendeinem Boss bekommen heute. Ja, mein Inventar ist wieder super gut aufgeräumt. Oh mein Gott, ich habe euch gar nicht gezeigt, was ich auf dem Haus stehen habe. Hier, Peter oder Pygmy. Also wenn ihr einer von den 3 hier sein sollt, ja, dann schreibt euer Name in die Kommentare. Das wäre ganz liebi. So, und dann hier oben habe ich so ein bisschen was gebaut. Hier habe ich so ein paar Dinos abgeschabt und hier hingestellt. Und ich fand irgendwie, das sah mega cool aus. Vor allem der Manticore sah ziemlich, ziemlich cool aus. Und der Reaper, da kann man so die Posen ändern. Das sieht auch ziemlich fresh aus. Ich weiß nicht, ist nichts Weltbewegendes, aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. Erster Boss. Sollte easy peasy sein. Argentavis sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein, außer ich fliege da absolut rein. Ich habe übrigens gerade einen Petanodon auf der Schulter und der gibt mir nochmal 35% Damage Boost. Guckt euch das an, Alter. Argentavis ist halt... Ich dachte gerade, ich habe einen Prime Anticore Kopf bekommen. Warum? Wow, wo kommst du jetzt her? Auf jeden Fall, das war viel zu einfach. Das war ja super, super easy. Hatte ich mir schwerer vorgestellt. Nächster bitte. Okay, jetzt kommt tatsächlich eine richtige Härteprüfung. Nämlich... dieser Manticore. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Fehler, dass ich das tue, direkt so am Anfang, weil ich denke, ich hätte wahrscheinlich erst andere machen sollen und dann am Ende den hier testen, ob ich das vielleicht schaffe, weil vielleicht verliere ich den jetzt schon. Aber wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Ich weiß, dass er so Eiszapfen schießt, die einen verfolgen. Das weiß ich. Und die machen ziemlich viel Schaden. Das weiß ich auch. Die Frage ist, machen wir mehr Schaden und hat er... Wo kam... Oh, wow. Ich habe Mantis gespawnt. Ich habe mich gerade hart gewundert. Ich so, hä, was ist jetzt denn passiert? Der Mantis wird uns nicht so ganz viel helfen. Das ist nicht schlimm. Wir haben ihn schon mal getroffen. Eiszapfen fliegen, denke ich? Ja. Ich sehe die... Oh, wow. Wie viel Schaden haben wir dem denn gemacht? Oh, der macht uns gar nicht so krassen Schaden. Hä, wo ist er hin? Ist er schon am Fliegen? Ist er... Oh, nee, habe ich gefunden. Habe ich gefunden, Leute. Habe ich gefunden. Alles kein Ding. Ich glaube, ich hau mir trotzdem mal die Heal Potion rein, auch wenn das gerade nicht so knapp ist. Aber, ja, Zielsuch, Lenkraketen, Dings, oh mein Gott, ja, okay. Nee, das ist schon fies, das ist schon hart fies. Komm mal her, bitte. Lass dich mal treffen. Ich kann den nicht treffen, das ist gerade eher das Problem. Okay, das gefällt mir nicht so, wir fliegen mal ein Stück weg. Vielleicht können wir den so ein bisschen
besser treffen? Wenn man ihn dabei trifft, dann ist er halt auch fast... Oh, tot. Komm mal her. Bruder, Bruder. Hier, friss das. Oh, der ist halt echt fast RIP. Aber Alter, macht er uns viel Schaden. Alter, der macht richtig viel Schaden. Oh nein, nicht wieder diese Zapfen. Nein. Oh nein, nicht jetzt schon sterben. Nein. Wir sind erst am Anfang. Das ist erst einer von vielen Bossen, okay? Oh. Ja, das ist erst einer von vielen Bossen. Genau. Viel zu einfach, Leute. Überhaupt kein Problem. Aber das Ding ist, das sieht immer so aus, als wenn das Spiel über laggy bei mir ist, obwohl ich über 60 FPS bin die ganze Zeit. Aber wenn der so fliegt, dann ist der einfach so buggy. Also das habe ich mit anderen Videos auch nicht, das habe ich nur mit dem Manticore, dass es einfach so super, super buggy ist. Aber ja, ich würde sagen, der Fight lief besser als erwartet. Um diese Insel hier habe ich immer eine riesen Kurve gemacht, weil hier sind böse Sachen. Hier sind richtig böse Sachen. Zum Beispiel diese Wyvern, die wir jetzt als erstes wegknechten werden und hoffentlich keine Zombie-Wyvern danach kommt. So, zack, zack. Wenn ich die übertreffe. Hallo? Oh, okay, muss los. Ich will nicht in der Nähe sein, okay. So, mach mal nicht den komischen. Okay, hast du schon, ja. One-Shot? Kommt eine Zombie-Wyvern eigentlich? Kommt da wieder irgendwas Doofes? Nö. Chillig. Überchillig. Wir haben die gewone-shottet und wir sind überladen. Warum bin ich überladen? Oh, die ganzen Köpfe wiegen so viel. Warum wiegen die Köpfe so viel? Ich habe ein Prime-Manticore-Ding im Inventar. Von dem gerade? Da kann ich jetzt, glaube ich, X drücken und dann werde ich nochmal stärker, oder nicht? Ist das nicht irgendwie so? Ich glaube, der Kopf macht mich nochmal stärker. Warte mal kurz. Wir landen hier mal kurz zwischen und drücken mal X. Ja. Prime-Mega-Manticore-Head wurde entfernt. Wir sind jetzt nochmal stärker. Junge, wir werden einfach nur stärker, stärker und stärker. Dieser Manticore ist einfach zu crazy. Das hier ist, glaube ich, jetzt die Endform vom Manticore, glaube ich. Ich bin mir nicht mal sicher. Ist das ein Fire-Manticore? Können wir uns mit dem auch anlegen? Es gibt, ich glaube, diese Chitin-Rüstung macht, dass ich nicht brennen kann, aber die habe ich nicht dabei. Oder? Nee, tatsächlich. Oder? Ist das die? Ich habe keine Ahnung. Wir legen es einfach drauf an. Ich meine, das hat gerade recht gut geklappt bei dem Eis. Warum sollte das bei Feuer nicht klappen? YOLO! Oh. Oder auch nicht. Das war auch ein Treffer, oder nicht? Kommt da Feuerstachel? Oh! Oh! Okay. Oh! Oh! Bruder, muss los! Ah! Aua! Aua! Okay, das war schon mal... Das hat schon mal gesessen. Oh, sind wir schon aus der Renderdistanz? Das wäre halt der einfachste Weg, den zu killen. Einfach den einmal angreifen und dann um sein Leben rennen. Einmal aus der Renderdistanz und resetten. Oh, ich hab getroffen. Aber, eigentlich will ich den offiziellen Weg gehen. Oh, Junge, wir machen so viel Schaden. Wir machen halt so viel Schaden. Alter. Der hat ja gar keine Chance. Oh, nicht irgendwie so. Aua. Ja, ist gut. Ich seh nix. Oh mein Gott, ich seh nix. Huh. Okay, es ist cool, sich mal mit allen normal anzulegen, ohne irgendwelche Rocket Launcher, aber trotzdem... Also, oh, okay. Der wäre auch weg. Wir gucken uns das Loot mal an. Aber trotzdem ist es auch sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Oh mein Gott. Hoffentlich hast du coole Sachen dabei, Brudi. Und wir haben noch einen Manticore-Kopf. Kann ich jetzt nochmal X drücken? Nee. Ich dachte, wir wären noch stärker. Das wäre crazy. Och, Mann, was geht hier heute schon wieder ab? Kibbel... Treat. Von denen kriegen wir halt echt nur Müll, ne? Das ist krass. Warum werde ich hier so gescammt? Gib mir coole Sachen. Ah, hier Potion. Nehmen wir trotzdem mit. Weiter geht die Reise. Prime Wild Dragon. Nächster Kampf. Oh mein Gott. Weil, Idiot hatte mir letztens schon in die Kommentare geschrieben, gibt es nicht auch einen offiziellen Weg, gegen ihn zu kämpfen? Man kann doch nicht einfach sich tausendmal killen lassen und die ganze Zeit Rocket Launcher einsetzen. Ich glaube, das ist der offizielle Weg. Ich weiß nicht, wie gut mir der gefällt. Also bis jetzt klappt es, aber... Habe ich getroffen? Nein. Oh, Junge, die werden halt so schnell und da kann man die halt fast gar nicht mehr treffen. Also, es läuft bis jetzt echt gut. Oh, das ist ein Treffer. Das ist aber absolut ein Treffer. Raus mit dir. Was dachtest du, mit wem du dich hier anlegst? Gar keine Chance. Ich musste die Köpfe alle wegsortieren, weil die einfach viel zu schwer sind. So. Einfach nice. Es läuft so gut. Ist hier doch irgendwas Krasses? Ich will auch unbedingt mal gegen den Mega kämpfen. Ich will gucken, wie das ausgeht. Ich glaube nicht. Oh. Dodo Wyvern haben wir am Anfang auch heftig auf den Sack bekommen, das weiß ich noch. Ich würde sagen, heute ist der Tag gekommen, wo wir von der Dodo Wyvern nicht mehr auf den Sack bekommen. Dodo Wyvern, du und ich, wir beide. Das war kein Treffer. Oh, das war ein Treffer!
Ich dachte, oh Junge, die ist so schnell und ich dachte, sie haben dich getroffen. Da. Nochmal. Junge, guck mal, die ist One-Shot. Die ist One-Shot. Leute, wie OP ist unser Manticore? Ich habe unser Manticore komplett unterschätzt. Der ist jetzt so stark. Für viele mag diese Idee gerade ziemlich dumm klingen. Aber ich will wissen, kann ich mich auf offiziellen Wege mit einem Deathworm anlegen? Und da ist schon einer. Kann ich, wie ich die Angriffe aushalten? Diese komischen Giftkugeln, die mir überall hin folgen. Hey, das ist ein normaler. Das ist ein normaler Deathworm. Wow, ich dachte gerade, das ist mein Ende. Wow, du hast mir mehr Angst gemacht, als du mir hättest machen müssen. Okay, hier ist er. Wünscht mir ganz viel Glück, dass er nicht gewonshottet wird. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe aber jegliche Boni drauf, die man haben kann. Dieser Peter Nolan gibt 50% Death. Da habe ich so einen Corrupted Stone unten drin. Der gibt irgendwie 10% Death. Dann habe ich diesen Manticore-Kopf da drauf. Der gibt irgendwie 20% mehr Leben. Da habe ich die Rüstung da drauf. Die gibt nochmal irgendwie 20% mehr Death. Ich habe keine Ahnung. Also mehr kann ich eigentlich nicht machen. Ich wüsste zumindest nicht was. Wir werden sehen, Leute. Ist das ein normaler? Das ist ein normaler, okay. Und der hier ist der. Ich will erstmal versuchen, kann ich vor den Bällen fliehen? Das ist schon mal eine interessante Sache. Das habe ich nämlich auch noch nie getestet, weil ich mir immer dachte, ich bin eh direkt tot. So. Komm mal raus, Brudi. Ich will wissen, ob ich vor deinen Bällen fliehen kann. Okay. Ich will nicht viel näher ran, Bruder. Kannst du nicht einfach rauskommen? Ja, okay. Jetzt schießt er die komischen Bälle. Bälle kommen. Bälle fliegen absolut hinter mir her. Bälle fliegen absolut hinter mir her. Und jetzt überleben wir sie. Überleben wir sie. Wir überleben die. Wir überleben die sogar easy. Holy shit. Vorher wurden wir halt immer komplett hops genommen von diesen Bällen. Aber das war gar kein Ding. Okay, und jetzt gehen wir da wieder hin und holen uns Revanche. Nice. Aber ich kann jetzt nicht fliegen. Ich muss laufen für 2 Sekunden. Da steht da oben. Was? Warum muss ich jetzt laufen? Die Ground Nine auch noch. Die Bälle sind schon echt fies, ne? Fliegen einem hinterher. Das auch noch übel, übel schnell. Und das ist ja. Ne, das ist ein normaler. Okay, das hier ist dann wahrscheinlich der richtige. So, komm raus. Oh, mein Bär ist auch da. Bär, freue mich, dass du da bist. Kannst du mal rauskommen, Brudi? Vielleicht lenkt der Bär den sogar ab. Das kann sein. Junge, wir one-shotten den. Junge, was zum Teufel? Warum ist mein Matiko so OP und ich wusste es einfach nicht mal. Der ist, obwohl der ist diese Folge so ein bisschen OP geworden, mit diesem extra Manticore-Kopf noch da drin und sowas alles und mit diesem Peter Nodon-Buff noch. Aber holy shit, ist der stark. Wenn ich mir das Ganze hier schon angucke, sehe ich schon, dass das eine sehr schlechte Idee ist. Ich glaube, das ist überhaupt keine gute Idee. Aber irgendwann müssen wir es probieren. Das Ding ist, ich wollte den hier klonen, aber den kann man einfach nicht in die Kryokammer packen. Sonst hätte ich den einfach geklont und wir hätten heute einfach gegen alles Dreck gekämpft. Wie viele überhaupt denn so ein King Kong? Da kommen halt diese komischen fliegenden Affen, die einen an den Arsch wollen. Der hat 600.000. Ich habe halt noch nie gegen den Megapithecus gewonnen, deshalb dachte ich erst, ich mache den Megapithecus. Aber ich glaube, King Kong, du bist doch unsere Wahl vorher. Ich weiß nur nicht, ob du eine gute Wahl bist. Der hat gut Schaden kassiert. Der hat richtig Schaden kassiert und da kommen die fliegenden Affen. Okay, da kommen die fliegenden Affen. Jetzt können wir die auch mal vom Näheren betrachten. Okay. Ja, mein Mantis ist gestorben, das war zu erwarten. Holy shit, sind das viele Affen. Muss ich einfach im Kreis fliegen und das läuft? Okay, da kam Kacke geflogen. Die Affen sind immer noch hinter mir her. Da kam wieder Kacke geflogen. Wir sind der Kacke gedodged. Absolut gut bis jetzt. Wir sind... Oh mein Gott, ich weiß ja nicht, wie... Oh, diese beide... Ah, deshalb sind das so viele. Deshalb sind das so viele. Beide Affen sind auf einmal aggro. Oh nein. Das war nicht geplant. Leute, das war überhaupt nicht... Oh, oh, oh. Aber wenn ich im Kreis fliege, können die mir was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich wundere mich schon, warum das so viele Affen sind. Aber jetzt weiß ich, warum das so viele Affen sind. Weil ich Scheiße baue deshalb. Oh, und noch eine Megaspinde. Die darf ich dich auch noch treffen, ey. Oh, ich... Oh, meine Ausdauer. Nein. Wo sind die Affen? Oh. Oh. Warum ist meine Ausdauer so low? Ah. Bitte nicht folgen. Bitte nicht folgen. Ich muss kurz Ausdauer aufladen. Okay, bin wieder bereit. Oh. Das hat mir einen kleinen Herzinfarkt gegeben. Oh, der ist... Oh, das ist der, der Full Life ist. Digga, wir sind passiert. Digga, wir sind passiert. Okay, was mit dem anderen? Ist der andere lower? Wo ist der überhaupt? Der habe ich schon wieder komplett vergessen, oder was? Junge, der jagt mich auch. Der jagt mich über die ganze Map. Okay, bei ihm ausgewichen. Der hat irgendwie diesen komischen Speer geworfen. Das gefällt mir nämlich auch nicht so. Oh Gott, die Ausdauer ist das Problem. Gibt es nicht irgendeinen Pikmi, der Ausdauer macht? Weil sonst kann ich das, glaube ich, nicht gewinnen.
Okay, Affenminions hauen halt heftig rein und meine Ausdauer ist wieder das Problem, Leute. Das war's, glaube ich. Oh, ich kann die löschen, ich kann die löschen. Oh mein Gott, ich kann die komplett löschen, die Affen. Meine Ausdauer. Oh, okay. Meine Ausdauer ist ultra low, aber er ist auch ultra low. Oh, ich kann kein X mehr machen. Ich kann kein X ab. Oh, rück zurück. Ah, nee, macht mein Trank nicht auch? Oh mein Gott, war ich die ganze Zeit so dumm? Nee, mein Trank macht keine Ausdauer. Okay, ich war doch nicht dumm. Kacke auf. Was ist das für ein Kampf? Oh, ist das Primat? Ich hab keine Ahnung. Ich lande lieber hier kurz. Okay. Ah. Tiefenentspannt, Leute. Absolut tiefenentspannt. Hier geht mal wieder nichts schief. Oh. Unser erster Mega auf offiziellem Weg getötet vielleicht? Sieht zumindest ganz gut aus gerade. Oh, den bin ich gedodged, den bin ich gedodged. Affen kriegen gleich auf den Sack. Ich glaube, er ist tot, oder? Ne, 20 HP. Oh. Ich kann nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Komische fliegende Affe. Lasst mich in Ruhe. Ihr seid nichts mehr wert. Ihr habt keine Chance mehr gegen mich. Nicht gegen diesen Obermantico. Habe ich irgendwas Cooles bekommen? Ich habe nicht mal irgendeinen Summoner bekommen, oder? Oh, komm schon, gönn doch mal, Game. Peter Donald pick me Summoner. Hey, wie nice. Leute, ich bin echt ein bisschen stolz, dass es heute alles so gut geklappt hat. Wir haben einfach gefühlt jeden Prime Wyatt einfach weggeledert, aber komplett. Und wir haben sogar einen Megaboss gemacht. Ich würde sagen, nächste Folge sind dann nur Megabosse dran, auch wenn ich noch nicht weiß, ob das eine gute Idee ist. Und dann gucken wir mal, wie gut das läuft. Und wenn das gut läuft, dann kriegen wir doch hoffentlich ein paar Summoner für irgendwelche coolen Sachen. Und dann wird alles zerstört. So ist zumindest der Plan. Oh mein Gott, wir kommen mal weiter in der Season. Ich kann es nicht glauben. Und ich habe nebenbei dieses Ei hier geklaut. Das werden wir jetzt noch ausbrüten. Das ist nämlich ein Ice Wyvern Ei. Und ich wollte schon ewig eine Ice Wyvern haben. Und jetzt habe ich endlich... Was war das für ein Kopf erst? Was zum Teufel? Ich habe jetzt endlich ein gutes Level gefunden. Von daher war ich da irgendwie froh, das mitnehmen zu können. So, habe ich irgendwas zu... Ich habe nichts zu essen dabei. Warum habe ich auch mal was zu essen dabei? Hier, eine leere Kryokapsel. Nein, eigentlich muss ich nur was ins Inventar stecken, damit ich ganz schnell was pullen kann. Was zum Teufel? So, hier da, zack, nimm das Fleisch. Junge, die sieht crazy aus. Was sind die Farben? Junge, die Farben auf einer Ice Wyvern sehen ja übersick aus. Komm mal einen Schritt da weg. Junge, du, das ist so nice. Übrigens, falls ihr euch wundert, das ist der Effekt von den Peter Nuller, dass sie alle so komisch am Glänzen sind. Aber, holy shit. Oh mein Gott, die sieht bestimmt mega cool aus, wenn die ausgewachsen ist. Aber das will ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Das wäre super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen noch einen ganz schönen Tag. Und tschüssi.